So, meine Lieben, weiter geht's mit Let's Play Tomb Raider War of the Worlds. In den Vororten sind wir jetzt, in einem Häuschen eingebrochen. Und überlegt gerade, das kann man gar nicht einschießen, da kann man was anderes mit tun. Wahrscheinlich können wir dieses Sideboard irgendwie wegziehen oder so. Guck mal, da ist sogar... Ach, so ein Feld mit einem Baum. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Urlaubsbild von der Familie oder so, die hier gelebt hat. Aber es kann auch irgendwas anderes sein. Man kann wahrscheinlich das hier wegschieben. Jawohl. Und dann kriegen wir nämlich hier Zugang zu diesem Raum. Sehr schön. Was haben wir hier? Da brauchen wir einen Schlüssel. Das haben wir noch nicht. Ein sogenanntes Key-Item, was man braucht, um in diesem Spiel weiterzukommen. Das habe ich vom Vampir-Girl gelernt, dass man diese Items so nennt. Wusste ich auch noch nicht. Auf jeden Fall gutes Wording hier. Was ich, denke ich, ab jetzt auch öfter benutzen werde. Ach, das ist ja auch schön hier. Guck mal da, so ein Katzenkissen. Hier ein Totenkopfkissen, also da sind so verschiedene Charaktere irgendwie auch dargestellt. Da ist Pepper Woods, oh mein Gott, wie cool. Und das andere sagt mir aber jetzt nichts. Scooby-Doo, natürlich, das kenne ich auch, aber ich kenne das jetzt hier nicht gerade. Kann es auch nicht lesen. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Pepper Woods kenne ich natürlich und Scooby-Doo kenne ich auch noch von früher. Und da wurden einfach so ein bisschen die Charakterzüge von den Menschen, die hier gelebt haben in diesem Haus, einfach so lebendig gemacht. Das finde ich echt klasse. Und wir haben wieder einen neuen Brief gefunden in diesem Kinderzimmer oder was das hier ist. Und den lesen wir jetzt wieder gemeinsam. Beziehungsweise lest den jeder für sich. Ich lese das nicht vor. Das wollt ihr nicht hören und ich will es auch nicht. Oh, das war bestimmt bei dem Bild der Urlaub in dem Countryside, den wir da gesehen haben. Also doch ein Urlaubsbild. Oh Mann, das macht echt Stimmung hier, das Ganze. Wenn man das so liest, das ist echt richtig schlimm, was hier passiert. Das ist echt grauenvoll. Jetsons kenne ich auch nicht. Und das sagt mir auch nichts, diese Cartoon-Serie hier. Hm. Auf jeden Fall kennen wir Scooby-Doo und Pepper Woods. Und über den Rest könnt ihr mich gerne in den Kommentaren aufklären. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Das kann auch noch ein Urlaubsbild sein. Wo einfach die Welt noch in Ordnung war und noch nicht das Ende der Welt so nah vor der Tür stand. In guten alten Zeiten. Da liegt auch noch ein Brief, aber den können wir nicht mitnehmen. Der Schrank hier, der geht auch nicht auf. Der sieht so aus, als könnte man den öffnen, aber da ist nichts zu machen. Hier hatten wir jetzt ein Letter gefunden. Ach, da liegt noch was. Guck mal an. Ah nee, das kann man nicht mitnehmen. Sonst hätte es jetzt geleuchtet. Gut, höchstens, dass man hier noch rausspringen kann. Oh, kann man wirklich. Okay. Damit habe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht gerechnet gehabt. Kommt man da wieder zurück? Wir laden gerade nochmal. Weil ich wollte jetzt noch nicht rausspringen. Wir waren oben noch nicht fertig. So, willkommen zurück zu Let's Play War of the Worlds und so. Aber wir haben ja nicht viel geschafft. So, die Tür auf. Dann haben wir den Letter gefunden. Nehmen wir nochmal mit. Gucken nochmal ganz kurz rein. War hier sonst noch was? Also da sind wir dann rausgehüpft. Wir haben uns hier die Poster angeschaut. Mehr war hier nicht, ne? Haben wir jetzt echt in der ganzen Zeit nur ein Letter aufgehoben und gelesen. Anscheinend schon. So, da springen wir dann auf jeden Fall später mal durch. Was gibt es hier noch für Räume? Das wollte ich mir auf jeden Fall erstmal anschauen, bevor wir da aus dem Fenster springen. Aber die haben wirklich sehr viele Bilder hier überall hängen. Das war jetzt in der letzten Wohnung nicht so im letzten Level. Das scheint hier so eine Art Arbeitszimmer zu sein. Der Familienvater.
Mich würde das mal interessieren, was das für Leute sind. Ob der Creator diese Menschen wirklich vielleicht sogar kennt, noch gefragt hat, ob er die in diesem Spiel einbauen darf, oder er das vielleicht an der Stelle sogar selber ist. Oder seine eigene Familie oder was auch immer. Es kann auch sein, dass das hier irgendwie, weil das ist so persönlich irgendwie, dieses Gebäude, das fällt mir auf, dass es extrem persönlich ist. Und vielleicht ist es wirklich auch so nachempfunden, halt in runtergekommen und kaputt. Die Wohnung von dem Creator MD. Und er so vielleicht Familienvater ist. Und das hier versucht hat darzustellen. Ich weiß es nicht. Also wenn er das jetzt verstanden hat, er kann nur Englisch und er hat gesagt, er versteht nur Bruchteile von dem, was ich hier erzähle. Außer okay und Lara und oh mein Gott und sowas. Versteht er hier nicht viel. Also, aber wenn er das jetzt verstanden hat, der MD, dann könnte der das vielleicht sogar hier aufklären. MD, is that your home? I don't know. Okay. And your family. Aber ich schätze mal eher, dass das hier einfach frei erfunden ist. Nur diese Menschen auf den Bildern, die sind halt so echt irgendwie. Hier, das sieht doch irgendwie verdächtig aus. Wieso hängt da Lara drin fest? Das probieren wir jetzt mal einzuschießen. Gut, es hätte ja sein können, dass dahinter vielleicht irgendwie was versteckt ist. Scheint ja aber nicht der Fall zu sein. Aber ich glaube, das hier können wir mitnehmen. Ja, es leuchtet nämlich rot. Das heißt, das können wir mitnehmen. Und das scheint dann hier das Schlafzimmer der Eltern zu sein. Hier mit erwachseneren Kissen, Blumenkissen. Und hier noch so ein Schrank, der nicht öffnen geht. Aber hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Munition gefunden. Das ist ja auch schon mal gut. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich einen Schlüssel. Ist das noch ein Letter oder liegt das einfach nur hier so rum als Müll? Ich glaube, das ist einfach Müll. Hier brauchen wir einen Schlüssel und den müssen wir uns besorgen. Und dafür springen wir jetzt nochmal aus dem Fenster raus. Wir werden ja dann, denke ich, nochmal zurückkommen mit Schlüssel. Stopp! Ah ne, das war ja nichts zum Aufheben. Kommando zurück. Das ist ein alter Grill. So eine Bratwurst hätte ich jetzt auch Bock, muss ich sagen. Aber mich fragt ja keiner. Hier kann man nicht drunter durch. Hätte ja sein können, dass da nochmal was liegt. Auf jeden Fall auch wieder alles sehr verwuchert hier. Im normalen Leben ist dieser Garten wahrscheinlich auch besser gepflegt. Liegt ein Tisch einfach rum, umgefallen. Was haben wir denn hier? Eine Mülltonne. Man hört so richtig, wie der Regen hier prasselt. Da schießt doch jemand. Oder? Habt ihr es gehört? Da hat doch gerade jemand geschossen. Oder ist das was anderes, was ich hier höre? Hier kann man dann, glaube ich, ein bisschen rüber wechseln. In den anderen Garten vom Nachbarhaus und sich diese Wohnung mal anschauen. Was haben wir hier? Ach, da kommt der Pickel rein. Okay, da kommen wir nämlich in den Keller dieses Gebäudes. Okay. Gucken wir gleich rein. Wir schauen uns erst einmal kurz weiter hier draußen um. Dann gehen wir in den Keller. Und das ist die andere Seite. Da standen wir nämlich auf der anderen Seite von der Tür und dachten, oh, da müssen wir irgendwie mal durchkommen. Das ist auch irgendwie abgesperrt. Ach, da fehlt auch ein Schlüssel. Und ich glaube, da kommt man dann wieder zurück. Vielleicht ist das auch ein und derselbe Schlüssel, den wir oben brauchen in der Wohnung. Hier mal die Item-Funktion nutzen. Nee, das ist keiner, der irgendwie schießt. Das ist einmal der Regen, der prasselt. Und es ist irgend so ein Glockenspiel im Wind. Was ich da so manchmal höre.
Okay, also Entwarnung. Hier scheint niemand zu sein. Gut, dann gucken wir erstmal hier unten im Keller. Missing Item. Um diesen Generator irgendwie in Bewegung zu bringen. Okay, wir brauchen hier etwas, vielleicht auch Öl, eine Batterie, irgendwas, um diese Maschine zum Laufen zu bringen. Hier haben wir nochmal Munition. Okay. Das heißt, hier kommen wir zurück, wenn wir das Item haben, was wir brauchen. Aber dann wissen wir das auch schon mal. Das heißt, wir brauchen zwei Schlüssel oder einen, der mit beiden Schlössern passt und hier unten etwas für den Generator. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht auf dem Nachbargrundstück irgendwie auftreiben können. Und ich glaube, von hier kommt auch dieses Windspiel, was ich die ganze Zeit höre. Und Vögelchen höre ich jetzt hier. Wird doch ein bisschen freundlicher jetzt das Ganze. Weil alles hier noch schrecklich genug ist. Ah, okay. Not much left of these ammunition depots. Maybe I'm gonna find something in those buildings. Okay, da gucken wir uns dann auf jeden Fall auch um. Wir bleiben aber jetzt erstmal hier. Wir machen ja immer alles so der Reihe nach. Schritt für Schritt, damit uns das nicht überfordert. Gehen wir erstmal hier auf die Gartenhütte drauf. Ich glaube, da kommen wir rüber zum nächsten Grundstück. Das heißt, das können wir uns auch anschauen. Und da drüben, also wir haben jetzt auf jeden Fall ein großes Areal, das wir hier zusammen unter die Lupe nehmen können. Und mal gucken, was wir hier dann alles so auftreiben und finden. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Häuser rein kann. Hier auf der Veranda, da liegt... Ah, hier liegt sogar... liegen Pfeile. Aber es ist jetzt... Obwohl, hier ist eine Tür. Und da ist auch ein Schlüssel, der fehlt. Kann man auf jeden Fall auch noch hinterlaufen. Und da liegt eine Wasserflasche. Ist aber schön, wenn am Ende dann von so einem Gang, wenn man sich umschaut, dann noch eine Belohnung findet. Da freue ich mich immer drüber. Alles klar. Sehen wir hier noch irgendwas rumliegen? Ich glaube nicht. Das heißt, auch hier brauchen wir einen Schlüssel. Und das wird jetzt, glaube ich, nicht ein und derselbe sein. Das würde mich eher wundern. So, bevor wir jetzt das andere Grundstück uns anschauen, sind wir erstmal hier. Ach, da kann man sogar hier hin und her wechseln. Alles klar, das gucken wir uns dann an. Jetzt gucken wir erstmal hier. Uns ein bisschen um. Kann auch sein, dass hier irgendwo nochmal so Heilkräuter wachsen. Das sind keine. Da kommen wir nicht hoch. Irgendwo muss das Level ja auch aufhören. Was sind das wieder für komische Kisten und Kabel und Schläuche, die hier rumliegen? Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade nochmal Heilkräuter gefunden, so wie ich es vermutet hatte. Und das finde ich halt einfach mega cool. Das habe ich bei Indiana Jones schon immer gefeiert, dass man einfach in der Natur integrierte Items findet. Wie diese Heilkräuter, die einfach in der Wiese wachsen. Das ist einfach realistisch. Und da wurde in diesem Spiel generell drauf geachtet. Überall, wo Zivilisation ist, liegen Verbandskasten rum oder Wasserflaschen, wo noch ein bisschen was drin ist. Munition, wo Zivilisation ist. Ist ja auch hier ein Kriegslevel. Das passt irgendwie alles zusammen und das macht doch einfach Sinn, dass die Sachen liegen. Das ist nicht wie in anderen Tomb Raider-Level, wo man im Tempel den einfach schon seit 100 Millionen Jahren kein Mensch mehr gesehen hat von innen, dass da dann 1000 Medipacks und Munition und Fackeln und hast du nicht gesehen drin rumliegen. Also das ist hier schon wirklich realistischer gemacht. Was ich nochmal positiv hervorheben muss. Scheint hier so eine Art Werkzeugkasten zu sein, der leergeräumt ist. Kann man sogar auch noch ein Stückchen weiter. Ich denke mal, dass man die blauen hier auch mitnehmen. Ja, kann man. Haben wir die bis jetzt übersehen? Ich habe nämlich immer nur nach rot geguckt. Vielleicht laden die 50% auf. Ja, 50 und 30. Ach, wie schön. Okay, dann müssen wir auch nach blauen gucken. Zumindest sehen die ja auf jeden Fall gleich aus.
von der Form und den Blüten her. Nur, dass das eine blau und das andere rot ist. Also da müssen wir auch die Augen jetzt besser offen halten für. Ja, und dann können wir uns nämlich auch schon das nächste Grundstück anschauen und hoffen, dass wir irgendwas für den Generator finden. Oder eben Schlüssel. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich jede Blume mir angucken muss. Aber man kann auch einfach so machen und sieht, dass da keine ist. Haben wir jetzt wieder eine größere Wasserpfütze. So, da kommt man auch nicht rein. Es sind aber so Kisten gestapelt, an denen man wahrscheinlich hochspringen kann. Auch hier drüber. Gucken wir dann gleich mal. Jetzt laufen wir erst nochmal hinter das Haus. Da gibt es bestimmt wieder so einen coolen Gang, der aber hier aufhört. Aber man kann da durch. Da ist ein Loch. Und wenn wir Glück haben, ist da ein Secret drin? Ja! Ein kleines Secret. Wie schön. Da finden wir ein großes Medipack und Schrotmunition. Ja, das hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Ich freue mich. Gut, dann können wir wieder zurück. War ja gut, dass wir hier geschaut haben. Noch cool gemacht mit diesem kleinen Loch da im Zaun, wo man durchkriechen muss. Kann man auch schnell übersehen, sowas. Aber mein Ziel ist jetzt trotzdem, 2/3 der Secrets zu finden. Ich hatte ja ursprünglich nur 50% als Ziel mir gesetzt, aber man soll sich ja höhere Ziele stecken im Leben. Manchmal. Auch nicht zu hohe, aber ich denke, dass es realistisch war, weil wir auch im letzten Level alle gefunden haben. Deswegen machen wir das einfach so, dass wir wie immer versuchen, in diesem Blind Let's Play 2/3 der Secrets insgesamt zu finden. Und dann ist mein Ziel erreicht. Also, dass wir hier nicht alle finden, das ist mir relativ klar. Würde mich schwer wundern, wenn es so wäre, weil dafür ist das hier alles zu neuartig. Oh, 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 hocken bleiben, Lara. Und hier kann man jetzt rein in diese Wohnung. Telefon, Foto, da ist schon wieder jemand Persönliches drauf. Auch hier hängen ganz viele Bilder an der Wand. Und stehen auch ganz viele Bilder rum. Da kommt man rein. Gott. Oh, damn thief. I'm not a thief and I'm not looking for trouble. Drop it. Who are you? I'm not looking for trouble either. Take what you want and get out of here. I don't want anything. So why are you here? Business. Here in an abandoned residential district? He's not looking so good. He's sick and burning up. Gonna die then. I can help you. But then, you gotta help me too. Are you offering me a trade? Explosives. And in return? Penicillin and clean syringes. I'll get them. And then... I'll help you. Here, take those keys. Good. Why didn't you search through those houses on your own? I saw some looters in the area and I didn't want to put my boy at risk. Okay. Was haben wir jetzt im Journal stehen? Okay, wir helfen uns auf jeden Fall gegenseitig. So viel haben wir mitbekommen. Wir haben Schlüssel bekommen, um Medizin für diesen kranken Menschen hier zu finden. Da liegt er. Oh mein Gott, der sieht halt wirklich gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Das ist wirklich schlimm hier alles. Naja, da wollen wir auf jeden Fall helfen. Dann hilft er auch uns. Das ist hier so ein Geben und Nehmen.
Schlüssel haben wir, wir kommen auch bestimmt da irgendwie durch. Aber das alles nicht mehr jetzt und heute, sondern dann beim nächsten Mal. Da sehen wir uns dann hier drin wieder und besorgen ein bisschen Medizin. Also, wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.